Was ist Ihr Gesamteindruck vom Festival? Es scheint ein interessantes Programm zu haben. Und was man sieht, es ist ja ein digitales Festival, dass ich glaube, dass Ihre Interessenten nicht nur hier präsent sind, sondern auch digital das mitverfolgen. Und Sie haben, glaube ich, auch eine Verbindung zu Ihrem Publikum durch die Themen, die Sie aufbauen, um auch Ihrem Publikum zu helfen, in dieses Thema Digitalisierung weiter einzusteigen und sich mit den Herausforderungen zu beschäftigen. Und das Thema ist jetzt ja Make it personal. Was heißt das für Sie? Ich glaube, ganz personal ist aus unserer Sicht, wie wir in unserem Leben oder Unternehmen agieren, etwas eingeschränkt, denn wir arbeiten grundsätzlich in Teams und wir sind Gemeinschaften und tragen eigentlich dort mit interdisziplinärem Wissen dazu bei, dass wir vorwärts kommen. Und was ist so momentan die digitale Entwicklung, die Sie am meisten fasziniert? Wir haben ja sehr viel in Artificial Intelligence, Deep Learning fasziniert mich sehr, weil ich glaube, dass wir mit diesen beiden Tools zusammen sowohl für unser Leben Produkte und Geräte sehr optimieren können, auch in unserem Umfeld. Da gibt es noch sehr viel Potenzial, was auch ganz neue Terrains und unentdeckte Sachen gibt. Das finde ich zurzeit sehr faszinierend. Und wenn Sie jetzt so könnten, Ihrem jüngeren Ich einen Rat geben, was würden Sie sich sagen? Dass man weiterhin aufgeschlossen sein sollte für neue Technologien, dass man immer lernen sollte, dass man seine Neugier bewahrt und nicht zu sehr in die Komfortzone abrutscht. Und wenn Sie jetzt so zurückschauen, was ist so Ihre ganze Karriere? Was ist so die beste Entscheidung, die Sie getroffen haben? Ich habe in meiner Karriere manchmal gesagt, ich möchte dies oder jenes nicht. Zum Beispiel habe ich ganz früher gesagt, wir werden nie eine Firma in China haben. Dann hat sich unser Umfeld geändert und 2004 bin ich selber dorthin geflogen, um eine Firma zu eröffnen. Ja, dann danke vielmals für Ihre Zeit und für Ihre Antworten.